Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Im letzten Part haben wir mit Nils über unsere merkwürdigen Träume gesprochen und unser Paradies weiter ausgebaut. Und in diesem Part möchte ich ganz gerne zum Farbenwald aufbrechen, denn Matrifol vermisst Folikon. Achso, ich muss wahrscheinlich hier unten entlang. Ich glaube, durchs Jobportal komme ich da nicht durch. Ich bin mal sehr gespannt auf den Farbenwald. Klingt vielversprechend. So. Genau, zum Farbenwald bitte. Ich bin gespannt. Farbenwald E1. Oh, die Karte unten ist schon mal sehr schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier wird es wieder einige Außenebenen geben. Was ist das? Warum haben sie die Pflanze so hervorgehoben? Ich weiß es nicht. Oh, das sieht toll aus. Und die Musik ist auch richtig schön. Das finde ich schön, der Boden. Da liegen überall diese Blätter auf dem Boden und... Dann hat man hier diese Flächen, wo ein bisschen bräunlicherer Boden ist und die Wände sehen richtig toll aus, weil die nicht einfach nur so gerade sind, sondern wirklich so ein bisschen zugewachsen. Das sieht richtig hübsch aus, muss ich sagen. Ich bin begeistert. Ich glaube, das wird mein Lieblingsdungeon bis dato. Auch hier mit dem Baumstamm, der da liegt, das ist einfach so viel schöner als im Vorgänger. Im Vorgänger hatte man zwar auch schon Blümchen auf dem Boden und man hatte so ein paar Details an den Wänden, aber... Das ist echt genial, wie viele verschiedene Baumarten hier sind und dann diese violettfarbenen Blumen. Da unten sind bläuliche Blumen. Das ist schön und die Musik untermalt das auch nochmal richtig. Hui, schön. Dich habe ich irgendwie gekonnt ignoriert. Michi, geh mal zur Seite. Michi muss doch ein bisschen beschützt werden. Der ist leider noch nicht so extrem stark. Eine Baumwoll. Zack. Achso, ich kann mal so einen Georockbrock schmeißen. Hui. Das sah interessant aus. Autsch. Nimm das. Sehr schön, aber ich denke, vom Level her sind wir hier ganz gut mit dabei, denn wir kriegen die gegnerischen Pokémon recht gut besiegt. Das ist schön. Aber ich finde das wirklich traumhaft. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde, diese Bäume sehen so wahnsinnig toll aus und durch den 3D-Effekt ist es dann auch so ein bisschen... Ja, ne? Sieht alles so ein bisschen plastischer aus. Wir haben hier die Blumen und die Baumstämme. Ich finde das klasse. Ich finde Wald-Dungeons... Seerosen! Ich liebe Seerosen. Ich finde Wald-Dungeons sowieso immer schöner als Höhlen-Dungeons, muss ich mal so sagen. Und bislang hatten wir ja überwiegend Höhlen. Und ich muss sagen, dieser Dungeon hier ist wunderschön. Und Farbenwald passt auch sehr gut, denn es gibt hier wirklich viele verschiedene Arten von Blumen und das gefällt mir. Also bislang mein Lieblings-Dungeon. Oh, da glänzt was. Oh, ein Goldbarren. Sehr schön. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Also es war im Vorgänger wirklich so, man hatte diese viereckigen Räume mit den Gängen. Und ja, das war eben der Dungeon. Ich meine, klar, da gab es auch schon wahnsinnig viele Details. Auf dem Boden, an den Wänden und so weiter. Und es war echt schön. Trotzdem, das hier wirkt einfach viel... Wie soll man sagen? Authentischer? Es wirkt einfach nicht wie so ein ziemlich statisch aufgebauter Dungeon, sondern wirklich wie ein Wald einfach. Als wenn ich mich hier durch so einen Wald durchkämpfen würde und ich liebe Seerosen nach wie vor. Das ist schön. Ich habe auch endlich die Treppe gefunden. Das ist noch schöner. Oh, hier ist alles so ein bisschen bräunlicher. Alles sehr monochrom. Sieht so ein bisschen aus wie Herbst. Da kann ich rein. Da ist eine gelbe Blume. Da ist wieder so eine... Zeigt mir die Blume an, wo ich wieder rauskomme, oder? Hi, was soll das sein? Also wir haben da unten ein paar potenzielle Gänge. Was zur Hölle? Warum sind hier so viele Durchgänge? Ja.
Also ich habe jetzt drei Stück gesehen, rot, blau und gelb. Ich nehme einfach mal den blauen Durchgang hier. Farmwald E1, jetzt bin ich wieder am Anfang, oder wie? Hätte ich die rote Blume nehmen müssen? Ich dachte gerade, die rote Blume hätte ich nicht nehmen müssen. Okay. Dann nochmal. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass die rosa-rote Blume uns eben... Ach, das ist gar nicht mein Lichtel da unten. Sehr gut. Dass die uns eben wieder zum Eingang zurückbringt. Aber genau die hat den Weg markiert. Das konnte ich ja nicht ahnen. Bin ich jetzt eben schlauer. Lässt du wohl Nils in Ruhe? Dann kann ich noch ein bisschen den Farbenwald genießen. Der ist echt toll. Aber ich... Leute, hier geblieben. Vor allen Dingen Michi sollte hier nicht alleine rumlaufen. Leute! Hier geblieben. Okay. Weil Michi ist noch recht schwach und ich möchte nicht, dass ihm was passiert. Ich habe zwar auch Belebersamen mit, aber... Ha, die treffen immer noch bei Verwirrung. So. Kann man wenigstens noch ein bisschen trainieren. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich unterlevelt bin, weil ich komme ja echt gut mit den Gegnern klar. Nichtsdestotrotz kann so ein bisschen Training ja, glaube ich, nicht schaden. Hi, Tampignon. Hep. Einfach aus Prinzip. Bäm. Sehr schön. Und jetzt hätte sich nur eine Teamattacke echt gelohnt. Erstmal du. Danke, Michi. Na toll. Hä? So. Ah, das ist echt praktisch mit den Georock-Brocken. Ich brenne. Ist nicht ganz so gut. Aber wir müssten hier unten ja jetzt auch irgendwo mal die Treppe finden. Vermute ich. Hoffe ich. Da geht's, glaube ich, nur zurück. Treppe? Danke. Meine Güte. Jetzt sind wir wieder hier. Da war eine gelbe Blume. Da ist eine blaue. Da ist ein Lichtel. Da ist die rote Blume. Dann gehe ich mal hier weiter. Aha, ich muss wirklich immer der roten Blume folgen. Okay. Das ist gut zu wissen. Hi, Quiekel. Aber hier laufen echt viele Pokémon rum. Aber ich finde es einfach schön, dass es jetzt mit der Hauptgeschichte so ein bisschen weitergeht, weil klar, die Jobs gehören dazu, die Jobs haben auch Spaß gemacht, vor allem, weil wir unser Paradies nebenbei ausbauen konnten und weil es ja immer irgendwas zu entdecken gab. Mit unseren Träumen zum Beispiel und so. Also es ging ja schon immer weiter. Nur irgendwann ist auch mal gut. Ich freue mich jetzt, dass es wirklich mit der Geschichte weitergeht. Und dass wir mal wieder so einen richtigen Auftrag bekommen und vor allem, dass wir mal in einen neuen Dungeon können. Also langsam konnte ich die Karkschlucht auch nicht mehr sehen. Da scheinbar nicht. Dann vielleicht hier. Offensichtlich auch nicht. Treppe. Wo bist du? Da ist schon mal Geld. Geld ist immer gut. Hä? Vielleicht da in der Mitte runter. Das kann sein. Vor allen Dingen, man braucht das Geld ja auch, um sein Paradies weiter auszubauen. Das finde ich
Gut gelöst. Ich meine, es gibt keine Partnerareale, aber die Pokémon wohnen ja alle im Paradies. Folikon! Ich bin ja ganz schön tief in den Wald vorgedrungen. Jep. Sieht so aus, als könnte ich hier einen guten Fund machen. Hoffentlich finde ich was Schönes. Dann will ich mal die Augen offen halten. Nanu? Warum ist denn da an dieser Stelle die Erde so komisch aufgeworfen? Sieht fast so aus, als ob. Sieht so aus, als wäre da etwas vergraben. Ich fange besser mal an zu graben. Mit welchen Händen? Oh, das Gesicht war süß. Das ist cool gemacht aus der Perspektive. Wahnsinn, mein roter Edelstein. Wie wunderschön. Wenn ich ihr den mitbringe, wird sie sich sicher freuen. Mal sehen, was haben wir denn hier noch? Das sind aber seltsame Muster. Ah! Okay. Lassen wir das mal so stehen. Aber ich finde das interessant gemacht, dass wir das immer wieder aus der Perspektive dieses fliehenden Pokémons zu sehen bekommen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, mag das. So. Gehen wir mal hier weiter. Immer gespannt. Wie wir diese Mission hier abschließen. Ob wir einfach nur Folikon finden oder ob es auch einen Bosskampf gibt. Muss ich mal schauen. Hi, Quiekel. Autsch. Nein. Geld. So. Was haben wir hier noch? Ein Fliehorb. Es ist nicht verkehrt. Bislang habe ich zwar noch keinen Anlass gesehen zu fliehen, aber warum nicht? Die Attacke ist fast wirkungslos, macht aber gut Schaden. Nils, mach du das mal bitte. Weil meine Genauigkeit ist so ein bisschen im Keller. Und wenn du schon dabei bist, kannst du das Wurmball auch nochmal fertig machen. Wobei, aber der Megasauger macht gar nicht so viel Schaden bei Nils. Kriegst du das hin? Sehr gut. Hier hoch. Oh, ein Kecleon-Markt. Habe ich Geld? 351. Aber nicht genug. Nein. Nein, wir gehen wieder. Das Dumme ist, was ich am Aufbau dieser Dungeons mittlerweile so feststelle, dass es immer wahnsinnig viele lange Gänge gibt. Und wenn man dann einmal falsch läuft, dann muss man den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Und das finde ich immer so ein bisschen nervig. Ich meine, es ist nicht schlecht, um zu leveln. Ich weiß nur nicht, ob es hier auch so eine Schrittbegrenzung gibt, weil in den Vorgängern war es ja immer so, nach einer gewissen Zeit wurde man aus dem Dungeon quasi rausgeschmissen, weil man zu lange gebraucht hat. Ich weiß nicht, wie es hier ausschaut. Farmwald E6 ist wieder so eine Außenebene. Unten auf der Karte sehen wir auch, dass wir uns schon ein ganzes Stück vorgearbeitet haben. Hier ist noch ein Flapterix. Das kann ich nochmal eben bekämpfen. Gratis EP ist nie verkehrt. Noch ein Flapterix. Weil ein Donnerschock und das war's. Oh, ich habe einen Goldbarren gefunden. Das ist nett. Ich mag die Farbpalette. Die ist sehr schön. Hier ist wieder so eine Blume, dann gehe ich mal hier lang. Die Frage ist, wenn ich mich jetzt verlaufe einmal, ob ich dann wieder am Anfang lande. Das wäre schon etwas gemein. Naja, aber das Prinzip ist interessant, dass man sich so ein bisschen durch den Wald kämpfen muss und auch falsche Wege gehen kann. Das macht das Ganze ein bisschen anspruchsvoller. Und es ist ja auch irgendwie realistisch, weil so ein Wald ist ja nicht komplett linear. Man kann sich in so einem Wald ja auch wirklich verlaufen. Ergibt durchaus Sinn. So. Da ist nichts, alles klar. Dann biegen wir mal hier rechts ab. Oh, so ein kleiner Teich, das ist auch schön.
Und wehe, ich habe die Treppe jetzt verpasst. Da links. Hier gibt es so viele Gänge und so viele Räume, das ist echt in gewisser Weise etwas anstrengend. So, Level 17. Man sagt mir, wenn ich B gedrückt halte, dann würde der Text ein kleines bisschen schneller weggehen. Stimmt auch. Alles klar. Und Nils erreicht auch Level 17. Oh, was lernst du denn? Oh, Kalklinge. Kalklinge ist super. Du kannst mal den roten Schlag vergessen. Ja. Sehr schön. Das finde ich klasse. Kalklinge ist ja auch die Attacke für Otaro. Normalerweise würde sich ja auch Otaro jetzt entwickeln auf Level 17. Aber im Mystery Dungeon ist es ja alles so ein bisschen anders. Jetzt gehe ich doch nochmal hier gucken. Nö, hier ist die Treppe auch nicht. Dann wohl irgendwie weiter da unten, wa? Na, ihr kriegt das hin, nehme ich an. Jawohl. Gut gemacht. Oh, Michi ist auf Level 15 gestiegen. Er hinkt gar nicht mehr so extrem hinterher. Das ist schön. Wer ist da jetzt abgehauen? Michi, nein. Okay, ich sollte die Treppe finden. Michi jetzt einzuholen in dieser großen Ebene, das ist, glaube ich, ein bisschen utopisch. Hier ist die Treppe nicht. Ach, Michi, was machst du denn? Da ist auch noch ein Raum, da könnte auch die Treppe sein. Ich guck erstmal hier, ob hier zufälligerweise die Treppe ist, aber ich glaube es irgendwie nicht. Doch, hier ist die Treppe, okay. Gut. Hat ja auch nur ewig lange gedauert. Oh, keine neue Außenebene. Dafür aber eine Sinelbeere. Und ein angriffswütiges Quiekel. So. Musst du mich mal eben ein bisschen anders hinsetzen. Oh, ein Quiekel. Klar. Nee, ist schon okay so. Brauchst keinen Spitznamen. Kann ich gleich mal gucken, welches Level die Pokémon hier haben? Sechzehn. Alles klar. Da sind wir ja genau richtig mit unseren Leveln. Quiekel ist gar nicht schlecht, muss ich sagen. Aber ich bin ganz zufrieden mit meinem aktuellen Team und ich glaube, da wird sich auch so schnell nichts dran ändern. Was einfach daran liegt, ich finde es klasse, dass wir so ein ausgewogenes Team haben. Von wegen, Feuer, Wasser, Elektro, Pflanze. Was ist das denn hier? Viridium hat den Efeu entfernt. Dort ist eine rote Tür. Ich habe noch den roten Schlüssel dabei, den habe ich irgendwann mal bekommen. Okay, was ist das denn hier? Trainingsschalter. Wenn du darauf trittst, steigen die Attacken, die du und deine Verbündeten benutzen, schneller auf, solange dich auf dieser Ebene befindet. Oh. Okay. Wow, und Waschak will. Michi, lass mich das mal erledigen. Was zur Hölle, warum macht dieses Vieh so viel Schaden? Teamattacke. Oh Gott. Das Ding geht ja gar nicht K.O. Donnerschock. Donnerschock. Was zur Hölle? Warum ist dieses Ding so stark? Was tut es hier? Ah! Hilfe, was ist das?
Was soll das? Können wir einfach an dem Ding vorbeigehen? Leute, was war das? Das Ding ist übermächtig stark gewesen. Es hat mir 40 Schaden gemacht mit einem Angriff. Was war das? Es könnte sein, dass das quasi, weil ich diesen Schalter betätigt habe, dass es irgendwie aufgetaucht ist. Ich muss beim Video bearbeiten mal ins Textprotokoll gucken. Da stand das bestimmt. Das war heftig. Das Ding habe ich ja auch nicht klein gekriegt. Ich glaube, da war die Taktik noch am schlausten. Jetzt nicht sie weg hier. Attackenaufstieg hin oder her. Wir sind ja ganz schön weit vorgedrungen. Ah, Svenja, da drüben. Das sieht mir doch gleich nach einer Art Lichtung aus. Da gehen wir gleich mal hin. Und wo sind Michi und Viridium? Folikon, hier hast du also gesteckt. Ah! Oh, entschuldige, wir wollten dich nicht erschrecken. Was wollt ihr? Wir sind hier, um dich wieder nach Hause zu bringen. Lass uns schnell zurückgehen. Ihr wollt mich nach Hause bringen? Eigentlich wollte ich sowieso gerade den Heimweg antreten. Ich bin außerdem ziemlich oft hier. Ich brauche daher faktisch gesehen gar keine Hilfe. Ich verstehe gar nicht, warum ihr so in Sorge um mich seid. Du weißt aber schon, dass eine Mitteilung im Umlauf ist, die davor warnt, das Haus zu verlassen? Es ist definitiv Vorsicht angesagt. Auch deine Mutter macht sich große Sorgen. Du solltest ihr nicht so viel Kummer bereiten, meinst du nicht? Das stimmt. Angeblich wurde in der Gegend ein verdächtiges Pokémon gesichtet. Das heißt, hier ist es auch nicht sicher. Tja, ein Glück jedenfalls, dass du diesem Pokémon nicht über den Weg gelaufen bist. Komm, gehen wir nach Hause. Das hörte sich jetzt aber so ein bisschen an, als wollte Folikon uns sagen, doch, ich bin ihm über den Weg gelaufen. Aber gut. Wir haben den Farbenwald hinter uns gelassen. Mama, bist du in Ordnung? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Tut mir leid, Mama. Oh, wie süß der Avatar ist. Ich bin losgezogen, um das hier für dich aufzustöbern. Ist das etwa... Es ist ein roter Edelstein. Sieht echt aus wie ein Juwel. Wunderschön, oder? Ich wollte dir unbedingt etwas schenken, weil du doch Geburtstag hast. Ach, du bist so lieb. Aber das war ganz schön leichtsinnig. Trotzdem, vielen Dank. Ich habe mir auch Sorgen gemacht, jawohl. Warum musst du auch unbedingt alleine losziehen? Hättest du mir doch gesagt, dass du dich auf die Suche nach einem Geschenk machst. Dann wäre ich nämlich auch mitgekommen. Tut mir leid, Yorklef. Wie süß. Svenja, Nils. Ich weiß gar nicht, wie ich euch für das, was ihr getan habt, danken soll. Nehmt das hier bitte als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Stärke-Memo. Und einen blauen Schlüssel. Als ob ich nochmal solche Türen öffne. Da kommen nur so Imba-Pokémon auf einmal. So, dann machen wir uns mal auf den Heimweg. Tut mir leid, dass ich euch allen Sorgen bereitet habe. Danke, Svenja und Nils. Ach ja, ist ja nochmal alles gut gegangen, was? Ich bin echt froh, dass Folikon nichts passiert ist. Richtig gute Freunde, die zwei Kleinen, was? Ja, da wird einem irgendwie ganz warm ums Herz. Schon schön, oder? Wenn man eine Familie und so gute Freunde hat, meine ich. Familie und Freunde. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, ich frage mich, wo wohl die Familie von Nils ist. Bisher habe ich irgendwie nie darüber nachgedacht. Okay, dann würde ich sagen, wir speichern jetzt auch mal an dieser Stelle und kehren ins Hauptmenü zurück. Aber stimmt eigentlich, auch in den Vorgängern, es wurde nie gefragt, wo die Familie des Partners ist. Das hat man nie erfahren. Ist eigentlich eine interessante Frage. Gut. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich lege mal den 3DS zur Seite. Oh, der ist auch schon im roten Bereich. Ich sollte ihn mal aufladen. Ja, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.